Also für all diejenigen, die so super gerne basteln, die finde ich immer richtig klasse. Hier, das sind ja, glaube ich, so Diamanten. Also, ja, sozusagen eine Bastel-Einladung. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video. Heute gibt es 50 Ideen für den Adventskalender. Was kann man eigentlich in den Adventskalender alles reintun? Da hatten wir auch in den letzten Jahren immer Videos zu und in diesem Jahr gibt es wieder ein Video von mir mit 50 Ideen. Also ich habe mich einfach mal überall umgeschaut und geguckt, was kann man eigentlich alles in den Adventskalender reintun. Die Sachen will ich euch jetzt alle zeigen und ich werde auch direkt starten. Und zwar fange ich mal so an in der Kategorie Bastelsachen, Dekosachen, Sticker. Ich finde, das eignet sich immer super gut. Das kann man schön in den Adventskalender tun. Lässt sich eigentlich auch in jedem Adventskalender gut verpacken. Und es gibt so viele verschiedene Sticker. Also man kann entweder eben weihnachtliche Sticker, wenn man die auch direkt am Anfang vom Advent verschenkt, dann kann man die auch noch gut benutzen, um Weihnachtskarten zu basteln. Und sonst gibt es natürlich auch jede Menge andere Sticker. Also Idee Nummer 1. Dann bleiben wir mal so bei den Bastelsachen. Ich habe jetzt so als Beispiel so ein kleines Schächtelchen mit kleinen Anhängern. Es gibt so viele verschiedene Sets, zum Beispiel zum Schmuck selber machen, zum Verschönern von Klamotten. Und vielleicht ist das auch genau das Richtige. Also entweder hier so eine ganze Box oder dass man einzelne Anhänger in die verschiedenen Türchen reintut und so einen kleinen Schmuck-Adventskalender macht oder eben ein Schmucktürchen. Auch noch so aus der Bastelrichtung habe ich hier kleine Dekosteinchen, also Idee Nummer 3. Die kann man benutzen zum Basteln, zum Dekorieren, vielleicht auch um Klamotten zu verzieren. Also für all diejenigen, die so super gerne basteln. Aber vielleicht sind auch Zuschauer dabei, die gar nicht etwas suchen für Leute, die gerne basteln, sondern vielleicht so ein paar Klassiker suchen oder vielleicht auch für Männer-Adventskalender. Da habe ich auf jeden Fall auch noch jede Menge Ideen. Da werde ich jetzt auch einfach mal direkt zur anderen Seite rübergehen. Hier habe ich so einen Fruchtaufstrich, eine Marmelade. Und das ist, glaube ich, für jeden geeignet. Wenn man einen Adventskalender für die Oma macht oder für Kinder, für Männer, für Frauen, das ist so ein Klassiker, den man überall mit reinpacken kann. Oder eben hier noch einen kleinen Honig. Finde ich auch super niedlich in so einem kleinen Glas. Da gibt es auch so im kleinen Format ganz viele tolle verschiedene Sachen und auch mal so neue Sachen, die man ausprobieren kann. Hier, das ist jetzt ein Vierblütenhonig, aber es gibt ja auch manchmal so Spekulatiuscreme oder irgendwie weißen Schokobrotaufstrich. Also da gibt es viele verschiedene Sachen und ich finde, das kann man im Adventskalender auch immer gut nutzen, um mal so ein paar Kleinigkeiten zu probieren. Jetzt komme ich mal wieder zurück zu den Bastelsachen oder eher so zu den Schulsachen. Für diejenigen, die vielleicht zur Schule gehen, denen kann man auch immer gut so ein Notizheft oder irgendwie ein schönes Schulheft oder so schenken, wenn man weiß, das braucht derjenige regelmäßig. Ein Hausaufgabenheft. Sowas kann man natürlich auch super mit reinpacken. Dann auch noch für die Schule so besondere Büroklammern. Das gibt es eigentlich so in jedem Teddy oder Action oder auch in den Bastelabteilungen von DM oder Rossmann. Eben so ein paar besondere Büroklammern. Das ist immer besonders schön, wenn man dann in der Schule so eine etwas außergewöhnliche Büroklammer hat oder auch so als Deko sich irgendwie was zusammenheftet. Die finde ich immer richtig klasse. Hier, das sind ja, glaube ich, so Diamanten. Auch noch zum Basteln gibt es ja ohne Ende Papierheftchen. Ich benutze sowas ja immer total gerne. Damit kann man so viel machen. Vielleicht auch Weihnachtspapier und dann bastelt man Weihnachtskarten damit. Oder hier haben wir so ein Papier in ganz bunt. Für diejenigen, die gerne basteln, gerne Sachen verzieren. Damit kann man schön Sachen bekleben. Vielleicht auch sogar Schulsachen mit bekleben. Karten basteln. Da hat man auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten. Dieser Block hat zum Beispiel 2,50 Euro gekostet. Aber es gibt auch schon günstiger, kleinere Blöcke für 1 Euro, die man dann so in den einzelnen Türchen verstecken könnte. Dann hatte ich mir noch gedacht, da habe ich jetzt einfach mal so exemplarisch so einen Stickrahmen mit reingelegt. Vielleicht möchtet ihr im Adventskalender so ein neues Hobby verschenken. Also, dass man einfach mal irgendwas mit reinlegt, vielleicht auch mit einer Einladung dazu, lass uns doch mal gemeinsam ausprobieren zu sticken oder gemeinsam knüpfen, also dass man ein kleines Wollknäuel mit reinlegt. So eine Einladung, ein neues Bastelprojekt zu starten. Ich finde, das ist auch eine gute Gelegenheit, sowas eben im Adventskalender zu machen. Also, ja, sozusagen eine Bastel-Einladung
wie man dort mit reinpacken kann. Dann habe ich jetzt hier nochmal so ein wunderschönes Band. Das ist ein Paketband eigentlich. Kann man aber natürlich auch was mit Flechten oder Knüpfen, Schmuck selber machen. Ich hatte ja eben auch schon die Anhänger. Sowas finde ich auch super schön, dann eben auch in der Adventszeit, um damit dann noch Sachen zu basteln, Geschenke zu verpacken oder eben kleine Bastelprojekte zu starten. Also für diejenigen, die sich so für Bastelsachen interessieren, ist das auch eine gute Idee. Aber ich gehe mal wieder zu anderen Sachen über, die auch was sind für diejenigen, die nicht so gerne basteln. Süßigkeiten. Süßigkeiten gehen immer. Gerade zur Weihnachtszeit werden ja sehr, sehr viele Süßigkeiten gegessen. Und ich habe jetzt hier einfach mal so eine Tüte mit so bunten Schweinchen. Aber da gibt es ja so viele, vielleicht auch die Lieblingssüßigkeiten oder eben so zu bestimmten Themen. Sowas kann man auch immer super gut mit reinpacken. Oder wenn man nicht eine ganze Tüte mit reinpacken will, kann man sowas auch in kleine einzelne Tütchen abpacken. Also so kleine Süßigkeiten-Tütchen selber zusammenstellen und damit kleine Überraschungen im Adventskalender machen. Wir bleiben mal beim Essen. Ich habe hier auch noch Nüsse. Also entweder so in so einer Studentenfutter-Mixtüte oder im Adventskalender sind ja auch oft so Walnüsse und Haselnüsse und Erdnüsse, die man dann wirklich noch so knacken muss mit einem Nussknacker, vielleicht mit so einem typischen winterlichen, weihnachtlichen Nussknacker. Das finde ich ist auch so ein richtiger Klassiker im Adventskalender und geht auch für jede Altersgruppe, also eigentlich für alle Leute, die gerne Nüsse essen. Dann mache ich mal hier direkt nochmal weiter. Hier habe ich so ein Aufbügelbild. Das gehört Eva. Das habe ich mir gerade von Eva Stibitz. Das werde ich ihr auch gleich wiedergeben. Das ist ein kleiner Fuchs. Den kann man ja aufbügeln. Damit kann man sich Klamotten selber gestalten oder eine Tasche verzieren. Und sowas finde ich auch einfach richtig schön, um vielleicht sowas mit reinzulegen. Entweder kann man sich das dann zu Hause hin dekorieren oder sich selber was Schönes gestalten. Auch wieder ein bisschen kreativ werden. Also auch wieder was für die Bastelfreunde oder für diejenigen, die vielleicht einfach Fuchs-Fans sind. Es gibt ja Bügelbilder in allen möglichen Formen, Farben, Buchstaben. Vielleicht mögt ihr sowas auch mit in den Adventskalender reinpacken. Zum Beispiel Buchstaben fällt mir gerade ein. Man könnte ja die Buchstaben von einem kompletten Namen haben und dann an verschiedenen Tagen einzelne Buchstaben mit reinpacken und dann am Ende des Advents kann man sich dann irgendwo seinen kompletten Namen mit drauf bügeln. Dann nochmal so aus der Kategorie Schulsachen habe ich einfach mal so ein paar Filzstifte mit reingesteckt. Finde ich, kann man auch mal sehr, sehr gut mit in den Adventskalender reinpacken. Vielleicht pro Türchen dann ein Stift, vielleicht die Lieblingsfarben oder vielleicht besondere Farben, die derjenige häufig benutzt oder so, kann man einfach super schön mit reinpacken. Passt eigentlich, glaube ich, auch fast so in jeden Adventskalender mit rein, weil die so flach sind oder kann man auch einzeln dann noch verpacken. Ich glaube, damit macht man vielen Leuten auch eine Freude. Ist dann was für die Schule, aber wo man sich dann auch drüber freut und dran erfreut. Da bleibe ich auch mal direkt bei Schulsachen. Da habe ich nochmal so Stifte, aber es sind kleine Textmarker. Die habe ich jetzt auch einfach so als Beispiel mit reingepackt. Textmarker, Anspitzer, Lineal, je nachdem, was man so braucht. Vielleicht kriegt man da im Adventskalender einfach mal einen besonderen Anspitzer oder besondere kleine Textmarker, die man sich schon immer gewünscht hat. Die kann man auch schön mit im Adventskalender verstauen. So, jetzt habe ich noch mal was, was eigentlich für jeden passt. Da habe ich einfach mal so ein T-Shirt hier. Natürlich muss es jetzt nicht irgendein teures T-Shirt sein, aber das ist ja auch ein T-Shirt, was Eva und ich selbst gestaltet haben. Vielleicht möchte man für denjenigen ein T-Shirt gestalten, also einfach ein ganz schlichtes T-Shirt kaufen und das dann entweder beschriften, vielleicht irgendwas Weihnachtliches draufschreiben oder so ein Batik-Shirt machen, so wie wir das hier gemacht haben. Das ist auf jeden Fall sehr individuell und ich glaube, da freut sich auch jeder drüber. Ist auch geeignet für Papas, Mamas, Omas, Opas, je nachdem, für wen ihr eben den Adventskalender machen möchtet. Dann habe ich hier noch Schlüsselanhänger. Da habe ich einmal so einen Schlüsselanhänger zum Beispiel mit einem Buchstaben dran. Oder es gibt ja auch diese süßen kleinen Schlüsselanhänger, wo man ein Foto mit reinpacken kann. Da habe ich hier mal so einen von. Da könnt ihr ein selbstgemaltes Bild reinmachen, ein Foto, einen Spruch reinmachen, also auch individuell gestalten. Also wenn ihr so ein bisschen persönlichere Sachen mit in den Adventskalender reinpacken möchtet. Dann habe ich hier noch, das ist natürlich wahrscheinlich eher wieder so geeignet für die beste Freundin oder für Leute, die gerne Ohrringe tragen. Hier ist ein kleines Ohrringset, kann man natürlich gut aufteilen auf drei verschiedene Tage und an drei verschiedenen Tagen dann einen Ohrring mit reinpacken oder ein kleines Ohrringset mit reinpacken. Dann habe ich noch hier Haargummis. Für diejenigen, die Haargummis gerne tragen, ist es auch immer cool, wenn man mal wieder ein paar schöne neue Haargummis hat. Die leiern ja auch immer schnell aus und man braucht eigentlich ständig neue Haargummis. Und ich finde, das ist auch so eine Kleinigkeit, die man super gut in den Adventskalender reinpacken kann und wo sich viele Leute mit langen Haaren sehr drüber freuen. Dann noch mal wieder was, was eigentlich so für jeden gut passt.
Da habe ich so einen Bilderrahmen. Hier ist jetzt einfach so ein Bild drin, ist aus meinem Studio. Aber ihr könnt natürlich gut auch einen Bilderrahmen mit einem Bild, also mit einem Foto verschenken oder irgendwie ein gemaltes Bild einrahmen, einen schönen Spruch einrahmen. Das kann man auch super gut den Großeltern oder den Eltern mit reinpacken in den Adventskalender. Dann nochmal wieder was ganz anderes. Vielleicht auch eher wieder geeignet für Leute, die noch zur Schule gehen oder die gerne immer Essen mitnehmen. Da habe ich einfach mal so eine Brotdose hier. Gibt es natürlich auch in allen möglichen Ausführungen. Aber ich finde auch immer diese Brotboxen cool, wo man vielleicht noch so einzelne Fächer hat. Und wenn man vielleicht sowieso eine Brotdose braucht in nächster Zeit, dann ist das vielleicht auch eine gute Gelegenheit, die dann im Adventskalender als Überraschung drin zu haben. Ich mache mal wieder weiter mit etwas Essbarem oder Trinkbarem. Ich habe hier Tee mit drin, kann man auch sehr, sehr schön mit in den Adventskalender packen. Oder ich hatte ja letztens schon einen Adventskalender gebastelt, komplett nur mit Tee. Also wo in jedem Türchen dann ein anderer Tee mit drin ist. Oder wenn ihr Tee nicht mit reinpacken wollt, man kann natürlich auch super gut Getränkedosen, Getränkeflaschen, Trinkpäckchen auch in die einzelnen Türchen oder in einzelnen Päckchen mit reinnehmen in einen Adventskalender. Dann habe ich noch mal wieder was so aus der Essensrichtung und auch vielleicht eher geeignet für die Erwachsenen oder für die Leute, die gerne kochen. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Rührei-Gewürz. Es gibt so viele verschiedene Gewürze, also nicht nur Pfeffer und Salz, sondern irgendwie für jede Gelegenheit, für jedes, ja eben Rührei-Gewürz oder Kräuter, Salatkräuter und so weiter. Und für diejenigen, die gerne kochen, ist das eine Freude, wenn man viele verschiedene Gewürze hat, mit denen man was kochen kann. Und wenn man dann da im Adventskalender ein Gewürz drin hat, ich glaube, da freuen sich auch sehr, sehr viele drüber. Wo sich auch viele drüber freuen, vor allem die Leute, die eine Badewanne haben, sind Badekugeln. Also nochmal wieder aus einer ganz anderen Richtung hier. Aus der Kosmetikrichtung habe ich noch ein paar Ideen für euch. Badekugeln, ne, als kleines Entspannungsbad. Entweder in jedes Türchen eine eigene Badekugel oder eben so als kleine Überraschung. Macht ihr einen schönen Wellness-Tag und dazu ein, zwei Badekugeln. Dann auch noch so aus der Kosmetikrichtung habe ich noch ein paar Sachen. Zum Beispiel gibt es super schöne Seifen. Ich habe jetzt hier einmal so eine Kokosseife, aber vielleicht benutzt eure Oma, euer Opa immer eine schöne, besondere Seife, die man mit reinpacken kann. Oder eure Eltern oder ihr selber. Dann habe ich noch aus der Kosmetikrichtung so diese kleinen Pröbchen. Also hier ist, oder Pröbchen, diese kleinen Größen von Kosmetikartikeln. Hier haben wir zum Beispiel so eine Creme. Finde ich auch, ist super süß gestaltet. Vielleicht, wollt ihr auch so was mit einem besonderen Design verschenken oder eben einfach in der Kosmetikabteilung vorbeischauen, in der Abteilung, wo diese kleinen Flaschen sind und da ein paar Sachen für den Adventskalender aussuchen. Ich finde, da sind auch immer coole Sachen dabei, die man dann mal ausprobieren möchte und die man super gut in den kleinen Türchen verstauen kann. Ansonsten natürlich auch weitere Kosmetikprodukte. Da habe ich jetzt einfach mal hier so ein Lipgloss und eine Mascara. Ist natürlich auch wieder ein bisschen teurer, je nachdem, in welchem Rahmen ihr so euren Adventskalender halten wollt. Aber da kann man natürlich auch die komplette Kosmetikabteilung durchstöbern und bestimmt ein paar Sachen finden, über die sich derjenige oder diejenige sehr freuen würde. Genau, ich mache auch da einfach mal direkt weiter, gerade bei Nagellacken. Ich glaube, man könnte einen kompletten Adventskalender nur mit Nagellacken gestalten. Eva und ich hatten ja auch hier ein paar Adventskalender ausgepackt. Und da hatten wir ja auch Nagellack-Adventskalender. Den kann man natürlich auch super selber machen, indem man einfach ein paar verschiedene Nagellackfarben kauft. Ich habe hier noch so eine kleine Flasche mit Nagellack-Entferner. Oder Nagel-Tattoos gibt es ja oder Nagelsticker, dass man einfach alles so nach dem Motto Nagellack macht. Oder eben an einzelnen Türchen sowas mit reinpackt. Dann auch nochmal hier, das ist so eine Haarfarbe. Eva hatte ja mal diese pinken Haare und das ist so eine Haarfarbe, mit denen man sich die Haare pink machen kann. Wäscht sich nach einigen Wäschen wieder aus. Sowas kann man natürlich auch mit reinpacken, aber natürlich nur, wenn man weiß, derjenige wird sich darüber freuen. Und vielleicht auch so mit einem Gutschein dazu, lass uns doch gemeinsam uns mal Strähnchen färben für die nächste Party oder für die nächsten paar Wochen, bis sich das wieder auswäscht. Kann man natürlich super mit einer Freundin dann zusammen machen. Stelle ich mir vor, für so einen beste Freundinnen Adventskalender, vielleicht so als Highlight in die 24, eine Haarfarbe fürs gemeinsame Haare färben. Dann auch super für den Kosmetik-Adventskalender oder wenn man weiß, jemand braucht noch so ein Kosmetiktäschchen, kann man auch super gut selber machen. Hatten wir auch hier auf unserem Kanal schon bestimmt ein paar Videos zu gemacht, wie man ein Kosmetiktäschchen selber basteln kann.
Und da kann man dann eben die ganzen Kosmetiksachen drin aufbewahren. Vielleicht auch so als Highlight in der 24, wenn man vorher kleine Kosmetiksachen mit drin hatte, dass man dann am Ende so ein Täschchen hat, wo man dann auch alles drin aufbewahren kann. So, jetzt bin ich nochmal wieder in einer ganz anderen Abteilung unterwegs, und zwar in der Abteilung Küche. Ich habe hier Muffinförmchen, finde ich auch sehr, sehr geeignet für den Adventskalender. Einfach ein paar Muffinförmchen mit reinmachen zum Backen, wenn man vielleicht auch in der Adventszeit was backen möchte. Für kleine Weihnachtsküchlein entweder eben so Papier-Muffinförmchen. Da gibt es ja auch so Sets, wo verschiedene Farben drin sind. Und dann kann man an jedem Türchen eine unterschiedliche Farbe mit reinpacken. Immer so ein kleines Päckchen geeignet für ein paar Muffins. Oder ich kann auch sehr diese Silikon-Muffinförmchen empfehlen. Die kann man immer wieder verwenden. Also einfach die Muffins dann rauslösen, nochmal auswaschen und wieder neu backen. Vielleicht, wenn jemand gerne backt, den ihr beschenken möchtet, ist das auch sehr, sehr geeignet dafür. Wie hier in der Herzform oder auch gibt es auch in ganz normalen, in kleinen Formen, in großen Formen. Das ist auf jeden Fall eine coole Anschaffung und eine coole Überraschung im Adventskalender. Dann bleibe ich immer bei dem Thema. Ich habe hier so kleine Zuckerstreusel zum Verzieren. Für diejenigen, die gerne backen, die gerne Küchlein backen und verzieren, ist sowas auch immer ganz toll. Kann man natürlich auch aufteilen. Also das ist jetzt so eine größere Box, aber man kann natürlich auch mehrere verschiedene Sachen kaufen und dann an unterschiedlichen Tagen sowas mit reinpacken. Und da so eine kleine Backausstattung mit in den Kalender reintun und dann schön vielleicht auch mit einem kleinen Gutschein dazu lassen, zusammen Plätzchen backen. Und dann sind direkt schon die kleinen Streuselchen zum Verzieren dabei. Apropos Plätzchen backen, da habe ich hier Förmchen zum Ausstechen, Ausstechförmchen. Entweder hier eben so ein Klassiker, ein kleiner Stern, oder gibt es ja natürlich auch in XXL. Die finde ich auch immer ziemlich cool, da kann man natürlich so riesengroße Kekse mitbacken. Wäre natürlich noch eine weitere Idee, habe ich jetzt gar nicht mit dabei hier, aber Kekse selber zu backen und die mit reinzupacken. Natürlich gut verpacken, dass sie sich dann auch halten bis zu dem Türchen, wo man sie öffnet. Und frisch gebackene oder selbst gebackene Kekse im Adventskalender sind natürlich auch eine tolle Idee. Dann bleiben wir nochmal so beim Essen. So besondere Sachen, die vielleicht auch verbunden sind mit einem Gutschein, wie zum Beispiel Popcorn selber machen und dann gemeinsam einen Film gucken, kann man auch toll als Gutschein mit reinpacken und dann eben mit so einer Süßigkeit kombinieren. Ja, oder vielleicht ist derjenige oder diejenige auch einfach super gern so Popcorn oder irgendwelche bestimmten Sachen, die man, bestimmte Süßigkeiten, die man dann noch mit reinpackt. Bei Süßigkeiten habe ich hier noch was, und zwar so die ganz klassischen Weihnachtssachen. Hier ist es so ein Schokololli. Den isst, glaube ich, jeder zu Weihnachten mindestens einen oder 100. Die kann man natürlich auch schön mit reinpacken. Und das ist ja auch, gibt es ja meistens in so Sets mit 10 Stück oder so. Und dann kann man die auch auf verschiedene Türchen verteilen. Oder wenn man für mehrere Leute Adventskalender bastelt, dann kann man jedem ein paar Schokolollis mit reinpacken. Nochmal was zu essen. So Chipstüten gibt es ja auch viel, so kleine Chipstüten. Ich habe ja hier zum Beispiel so eine Mini-Tüte Pombeeren für diejenigen, die gerne Chips essen. Oder wie ich eben schon gesagt habe, in Kombination mit einer Einladung zum Filmabend einfach so kleine herzhafte Snacks mit reinpacken. Jetzt habe ich noch mal eine Idee für Bastelfans, oder das wäre auch sehr gut für mich geeignet. Washi-Tape. Hier zum Beispiel so ein Vierer-Pack, aber kann man natürlich aufteilen und an jedem Tag eine Washi-Tape-Rolle mit reinpacken oder eben gleich alle zusammen reinpacken. Dann habe ich noch mal etwas sehr Witziges. Also es gibt ja so viele witzige Kugelschreiber oder witzige Schreibwarenartikel, die man vielleicht dann auch in der Schule benutzen kann oder einfach so als Gag auf dem Schreibtisch haben kann. Da habe ich jetzt hier mal so zwei Beispiele. Oder Eva hatte mir ja letztens auch so einen ganz, ganz verrückten Kugelschreiber geschenkt, wo gleichzeitig oben noch so ein Fidget-Toy mit dran war. Sowas ist natürlich auch einfach ein Highlight und ein richtig cooler Witz, so im Adventskalender sowas mit reinzupacken. Dann habe ich noch ein bisschen was so aus der Kategorie Spielzeug, vielleicht auch für Kinder geeignet. Ich glaube, hier waren auch schon viele Sachen dabei, die auch super für Kinder geeignet sind. Die Süßigkeiten, die Schulsachen. Aber man kann natürlich auch sowas wie Seifenblasen mit reinpacken oder so verschiedene kleine Figürchen. Überraschungseier könnte man noch mit reinpacken, wo dann auch so eine kleine Geschenküberraschung mit drin ist, oder ich habe jetzt hier einfach mal so ein kleines Paw Patrol-Hündchen, aber da natürlich einfach das, worauf die Person oder was die Person gerne mag, die beschenkt wird. Es gibt ja super viele Sachen mit Einhörnern oder für Kinder auch diese kleinen Gummischleichfiguren mit verschiedenen Tieren.
Die sind natürlich auch wieder in etwas teurer, je nachdem, in welchem Bereich ihr euch so halten möchtet. Dann habe ich noch mal was zum Backen. Das ist so eine Lebensmittelfarbe, habe ich jetzt einfach mal hier eine gelbe. Gelbe, gute Laune Farbe. Kann man natürlich auch für Leute, die gerne backen, die gerne verschiedene Kuchen ausprobieren, sowas mit reinpacken. Ich hatte ja eben schon gesagt, Streusel, Lebensmittelfarben, vielleicht Tortenguss, sowas einfach in einzelnen Türchen oder in einzelnen Päckchen im Adventskalender oder vielleicht mehrere Farben kaufen und dann wieder aufteilen. Ich glaube, da freuen sich die Bäcker und Bäckerinnen auch sehr drüber. Dann habe ich noch mal was zu essen. Auch wieder geeignet eigentlich für jeden. Das ist jetzt so ein Müsli, Blaubeermüsli, aber je nachdem, was die Person, die ihr beschenkt, gerne isst. Also ich zum Beispiel würde mich super sehr, sehr über Müsli freuen, aber vielleicht Porridge oder irgendwelche Müsli-Riegel, irgendwelche Fruchtriegel. Je nachdem, was die Person gerne so als Snack zwischendrin hat, kann man sowas auch immer toll mit reinpacken. Was man dann vielleicht direkt sogar an dem Tag probiert und dann an denjenigen, der den Adventskalender gebastelt hat, denkt. Dann habe ich hier nochmal so ein bisschen was aus der Klamottenrichtung. Hier ist einfach mal so ein Schal. Aber ihr könnt natürlich auch irgendwie, wenn ihr zum Beispiel selber gut häkeln könnt, stricken könnt, irgendwas mit reinpacken oder selbstgemachte Sachen. Ich hatte eben ja das T-Shirt mit dabei, aber vielleicht Socken, irgendwas aus der Kategorie Kleidung. Da findet ihr bestimmt auch für jeden etwas, worüber sich derjenige sehr, sehr freuen würde im Adventskalender. Dann nochmal typisch zum Thema Weihnachten. Das ist so ein bisschen Weihnachtsdeko, kleine Weihnachtskügelchen. Habe ich jetzt auch einfach nur mal mit als Beispiel hier reingepackt. In der Adventszeit bietet es sich natürlich auch noch an, Weihnachtsdeko zu verschenken, um dann vielleicht am 1., 2., 3., beim ersten, zweiten oder dritten Päckchen einfach auszupacken und dann direkt noch ein bisschen zu Hause das Zimmer oder die Wohnung zu dekorieren. Dann in der Adventszeit auch immer sehr, sehr cool Kerzen. Da habe ich jetzt hier so eine etwas tropische Kerze. Hatten wir hier in unserem Studio, aber da gibt es natürlich auch weihnachtlichere Kerzen, vielleicht mit Weihnachtsduft, die man auch schön in der Adventszeit dann anzünden kann. Oder man kann kleine Teelichter mit reinpacken und die noch ein bisschen gestalten, ein bisschen mit Papier oder Washi-Tape bekleben. Das ist auch immer eine super süße und weihnachtliche Idee. Ich bin ein bisschen durcheinander geraten. Jetzt habe ich nochmal wieder was aus der Kategorie Kosmetik. Lippenpflegestifte gibt es ja auch sehr, sehr günstig, zum Beispiel bei DM und Rossmann. Wenn ihr eine Person beschenkt, die vielleicht gerne verschiedene Lippenpflegestifte ausprobiert, kann man sowas auch immer schön mit reinpacken. Oder wenn ihr wisst, benutzt immer diesen Lippenpflegestift oder das hier ist zum Beispiel so ein Lippenpeeling, einfach mal was Neues ausprobieren oder eben was man immer sehr gerne benutzt, mit reinpacken. Einfach nochmal so ein bisschen was aus der Kategorie Kosmetik oder Gesichtsmasken kann man auch toll mit reinpacken. Die hatte ich jetzt gerade gar nicht mit dabei, aber das ist auch noch so eine Idee. Lippenpflege, Gesichtsmasken oder Beauty-Pröbchen hatte ich ja eben auch schon mal gezeigt. Jetzt geht es noch mal ein bisschen in die Abteilung Deko oder auch so ein bisschen Schreibtisch. Ich habe hier die kleinen Magnete. Habe ich auch letztens von Eva geschenkt bekommen. Kann man auch super schön mit in den Adventskalender reinpacken. Es gibt ja auch so Sets, wo ziemlich viele Magnete drin sind, wo dann 20 Magnete drin sind oder 10 und kann die auch ein bisschen aufteilen. Vielleicht an verschiedenen Tagen verschiedene Magnete mit reinpacken. Sieht cool aus, ist praktisch auf dem Schreibtisch. Dann generell Deko. Ich hatte ja eben schon Weihnachtsdeko, aber man kann natürlich auch andere Sachen, die dann fürs ganze Jahr geeignet sind, mit reinpacken. Zum Beispiel hier so eine süße kleine Ananas. Da kann man auch super viele Sachen finden, wenn man da einfach mal irgendwo durchstöbert in einem Laden und findet vielleicht ein paar kleine Dekoartikel, die man dann mit in den Adventskalender reinpacken kann. Und jetzt komme ich, glaube ich, wirklich schon zur Idee Nummer 50. Ich schaue gerade mal so, ob ich alles habe. Das ist die letzte Idee. Das ist ein Squishy. Natürlich auch wieder eigentlich für jede Altersgruppe geeignet. Jeder kann Fidget Toys doch gut gebrauchen. Vielleicht besonders beliebt bei den Kindern oder jüngeren Leuten. Aber wenn es irgendwas Spezielles ist, wie zum Beispiel hier die Erdbeere und derjenige oder diejenige mag total gerne Erdbeeren oder eben einfach generell als kleine Entspannung, vielleicht noch mit einem kleinen Spruch dazu, entspann dich, ruh dich schön aus mit einem kleinen Fidget-Toy. Ja, das waren meine 50 Ideen und während ich euch die so gezeigt habe, sind mir schon wieder einige weitere Sachen eingefallen. Vielleicht konnte ich euch auch ein paar Anregungen geben, vielleicht war was für euch dabei oder
Ihr seid durch meine Vorschläge auf andere Sachen gekommen, die ihr bei euch in den Adventskalender reinpacken möchtet. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne unten in die Kommentare weitere Ideen. Wir können unten in den Kommentaren so eine Ideensammlung machen und da könnt ihr dann alle nochmal reinschauen und gucken, ob da vielleicht noch was dabei ist, was ich hier gar nicht erwähnt habe und was für euch auch super gut geeignet ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glöckchen aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!